Tja, hallo. YouTube, liebe Messerfreunde, kommen wir zu Teil 2 von dem Test der 8 feststehenden Messer. Ja, wir haben wahrscheinlich hier gleich ein bisschen Nebengeräusche zu hören sein, aber das tut der Sache keinen Abbruch. So, ich fange wieder an hier mit in der gleichen Reihenfolge mit dem Kaström Nummer 10. Ich mal eben kurz die Pappe hier in die Kamera halten. Das ist also keine dünne Pappe, sondern doch ein ganz schönes Kaliber. Ne? Auch stabil. Und ich werde auch, ihr seht, so verlaufen die Wellenlinien oder wie man das nennen soll. Ich werde also nicht, naja, ich hätte beinahe gesagt, mit der Maserung schneiden, sondern hier quer zu der Wellpappe sozusagen. So, fangen wir mal an. Jo. Durch den Flachschliff eigentlich nicht anders zu erwarten, schließt sich ganz gut. So, dann geht es jetzt weiter mit dem Kaström Woodsman vom Christoph. Schnitt ist doch schwieriger. Also man muss schon ein bisschen das kombinieren. Ziehen und drücken. Ja. Trotzdem würde ich sagen, Test Nummer 10 war noch ein Tickchen besser. So, Jagdkit. Wie heißt das? KNV3. Naja, mit der Maserung geht es einfacher. Schlägt sich gut. So, das Linda Super Edge 3 ATS 34.
Na, hier oben ist ein bisschen Tesafilm noch dran. Jo. Das Tesafilm bremst doch ganz schön. Aber insgesamt nicht schlecht. Kommen wir zu den Condor Buschlor. Herrlich, Freund. Ja, also ich habe das Gefühl, im Moment auf Platz 1. Jo, Kevin Wilkins. Military Field Knife. Gehört natürlich auch immer. Oh, jetzt bin ich hier. So muss ich schneiden. Quer zur Richtung. Gehört natürlich auch mal eine gewisse Technik dazu. Wie gesagt, wenn man so rein drückt, das ist natürlich schwieriger. Man muss praktisch ziehen und drücken zugleich. Ja. So, ich bin schon wieder ganz schön am Schnaufen, aber so ist das immer. Falkniven S1. Wunderbar. Ja. Das Becker BK9. Oha. Bin ich jetzt mit der? Ja, hier ist wieder Tesafilm. Oha. Ganz hervorragend. Tja, Freunde. Das war der zweite Teil und mal eben nach unten schwenken. Ja,
habe ich gleich was aufzufegen. Punkteverteilung zum Schluss. So richtig versagt hat kein Messer, war mir auch von vornherein klar. Ich werde mir selber das Video jetzt noch mehrfach mal angucken und dann Punkte verteilen, aber die Messer liegen sehr dicht beieinander. Das BK9 zum Schluss hat mich schon irgendwo begeistert. Jo, dann bis zum nächsten Teil, wenn es ans Schnitzen geht. Moin.